Stillschweigend starrte ich den Brief an, saß in meiner Küche und hoffte wohl, dass er sich vor meinen Augen in Luft auflösen würde. Leider tat er das nicht. Er blieb vor mir liegen und grinste mich höhnisch an. Mein Kater strich um meine Beine und verlangte nach Aufmerksamkeit, aber ich war viel zu benommen, um ihm die zu geben. Neugierig musterte mich Arius die ganze Zeit über. Keine Sekunde lang ließen seine grünen Augen mich aus dem Blick. Seufzend sah ich zu ihm, schnaubte dann aber und widmete mich wieder dem Brief, der vor mir lag. Erwartete dieses gerupfte Hühnchen wirklich, dass ich mich mit ihm unterhielt? Wohl kaum. Und ich konnte die Fragen in seinem Blick mehr als deutlich erkennen. Als ich erneut nach dem Schreiben griff, war mir noch immer heiß. Und ebenso der Brief. Dieser war aus altem Büttenpapier, die Tinte war aus reinem Blut. Mir lief ein Schauer über den Rücken, wenn ich darüber nachdachte, wie viele Menschen wohl ihr Leben lassen mussten für dieses Schriftstück. Seufzend ignorierte ich die Schmerzen, die diese Hitze in mir auslöste, und ich öffnete den Brief mit klopfendem Herzen. Nervös und mit zitternden Händen faltete ich das Schreiben auseinander und überflog die mit Blut geschriebenen Zeilen. Erschöpft lehnte ich mich auf dem Stuhl zurück und schloss die Augen. Es musste ein Witz sein. Offenbar überwachte man mich in der Hölle immer noch. Und seltsamerweise verlangte mein ältester Bruder von mir, dass ich ihn ausliefern sollte. Arius sah über meine Schulter und legte den Kopf schief. »Und? Was will deine Familie von mir wissen?« Und seine Stimme klang düster. Ruhig sah ich zu ihm hoch und ich verschränkte die Arme vor der Brust. Langsam wurde ich neugierig, denn irgendwas stimmte hier überhaupt nicht. Da lag mit einem Mal ein halbgerupfter Engel vor meiner Tür, der aussah, als hätte er mit einem Hubschrauber Kontakt geknüpft, und kurz darauf bekam ich einen Brief von meinem ältesten Bruder, der seit gefühlten Jahrhunderten keinerlei Kontakt mehr zu mir haben wollte. Er würde sich nicht einfach so bei mir melden, denn Astaroth hasste den Kontakt zur Oberwelt. Jetzt war er sogar bereit, zu mir zu kommen, wenn ich den Engel festhielt und ihn dazu brachte, bei mir zu bleiben. Wann Astaroth vorbeikommen wollte, hatte er mir nicht gesagt, und das konnte bei jemandem wie ihn wirklich dauernd. Arius zog seine Augenbrauen zusammen und schnaubte etwas. »Was guckst du mich denn jetzt so an? Ich habe ja wohl nichts damit zu tun.« Skeptisch hob ich eine Augenbraue an und seufzte. »Doch, du hast eine Menge damit zu tun. Kannst du mir mal sagen, warum meine Brüder so heiß darauf sind, dich in die Finger zu bekommen?« »Astaroth leckt sich da scheinbar alle Finger nach dir. Also was hast du verbrochen, dass man dich aus dem Himmel verbannt hat, hä? Dass du einfach so von der Wolke gefallen bist, ist mit mir mittlerweile auch klar. Wer bist du?« Verwirrt sah mich Arius an und zog eine Augenbraue hoch. »Astaroth ist dein Bruder? Der Astaroth ist dein großer Bruder? Willst du mir wirklich erklären, dass der dein Bruder ist?« So oft wie er das wiederholte, konnte er es scheinbar nicht glauben. Und ich verdrehte die Augen. »Ja, das ist mein ältester Bruder. Und, was nun? Woher kennst du ihn überhaupt?« Scheinbar konnte Arius gar nicht darüber hinwegkommen, dass ich in direkter Linie mit Lucifer verwandt war. Schweigend setzte er sich auf einen Stuhl und sah mir in die Augen. »Du bist der Sohn Satans?« murmelte er leise. Und ich musste tief Luft holen, um nicht an ihm zu rütteln. Immer wenn ich etwas von ihm wissen wollte, ging er mir aus dem Weg. Das konnte doch nun langsam nicht mehr wahr sein. Wollte der Kerl mich so auflaufen lassen? Schnaubend sah ich ihm in die Augen und mein Blick funkelte wütend. »Ja, bin ich! Und jetzt?« Wütend trommelte ich mit den Fingern auf meinem Arm herum. Mit einem Mal musste Arius lachen. »Das kann man gar nicht glauben, wenn man dich so sieht. Eigentlich hätte ich gedacht, dass du irgendein Dämon aus der Unterschicht bist. Einer, der da unten den Boden wischt oder sowas. Aber dass du ein Blutsverwandter von Satan bist, damit hätte ich nicht gerechnet. Na, da hast du mit deinem großen Bruder wirklich einen Glücksgriff getan.« Ich wusste es doch. Die beiden kannten sich. Jetzt musste ich nur noch herausfinden, woher. Wütend sah ich ihm in die Augen und warf ihm innerlich tausend Dinge an den Kopf. Es waren Sachen, die selbst für einen Dämon noch harmlos waren. Dennoch tat es gut, ihm wenigstens in meiner Fantasie gerade eine Kaffeemaschine an den Kopf zu werfen. Arius musterte mich und ich fühlte mich unter seinem Blick mit einem Mal alles andere als wohl. Bis eben hatte ich ihm noch standhalten können, aber jetzt war er abschätzender, kälter geworden. Es wunderte mich, dass er das noch konnte. Was sah er jetzt in mir? Den Sohn des Teufels oder einfach nur einen Dämon? Sein Blick hatte sich nicht ändern dürfen. Ich hätte ihm doch egal sein können, ob ich nun ein schwacher Dämon war oder einer, der Einfluss hatte. Aber warum interessierte ihn das? Ich wurde aus dem Engel vor mir einfach nicht schlau. Und langsam reichte es mir auch.
Hör mal, du Flattervieh, du lebst hier bei mir und erwartest von mir, dass ich dich hier aufnehme. Du warst es, der hier vor meiner Tür gelegen hat und ich habe bisher keine Antworten von dir verlangt. Aber jetzt mischt sich mein Bruder ein und ich will wissen, was ihr beide für Kontakt miteinander hattet. Irgendwie interessierte mein Knochen Ares überhaupt nicht. Die ganze Zeit über musterte er mich einfach nur und schüttelte dann den Kopf. Nein, ich hab dir schon mal gesagt, dass auch Engel ihre Geheimnisse haben. Und da werde ich nicht mit dir drüber reden. Du bist doch noch grün hinter den Ohren und weißt noch überhaupt nicht, was im Leben vor sich geht. Moment mal. Das sagte ausgerechnet der Kerl zu mir, der bis eben auf seiner Wolke gesessen hatte und Harfe spielte? Wütend stand ich auf und schnappte mir meine Jacke. Mann, mit dir wird mir hier wirklich die Luft zu dünn. Ich verpiss mich und wenn ich nach Hause komme, dann steht meine Wohnung gefälligst noch, klar? Dann drehte ich mich um und ging. Wenn mein Kater oder meiner Wohnung irgendwas passieren sollte, dann würde ich ihm die letzten Federn auch noch rausrupfen. Da konnte sich Ares aber mal sicher sein. Grummelnd stapfte ich aus meiner Wohnung, aus der ich mich irgendwie mit einem Mal vertrieben fühlte. Es kann doch nicht sein, dass dieser Engel mich aus meinem eigenen Heim vertrieb. Draußen regnete es mittlerweile und das Wetter passte sich wohl meiner Stimmung an. Kein Wunder, dass Holmes wieder rein wollte, denn bei so einem Regen schickte man nicht mal einen Hund vor die Tür. Nur einen dummen Dämon wie mich, der sonst nicht wusste, wo er hin sollte. Freunde hatte ich nicht und darum konnte ich nichts anderes tun, als sinnlos in der Stadt herumzulaufen. Mir wurde schlecht, wenn ich daran dachte, dass mein Bruder zu mir kommen wollte. Der sollte seinen Hintern in der Hölle behalten. Das ging mir auf die Nerven. Astaroth und ich hatten nicht unbedingt den besten Kontakt zueinander. Früher hatte er mich am meisten zu seinem Sexgespielen gemacht und ich hatte gegen ihn keine Chance gehabt. Zwar war er lange nicht so muskulös wie der Engel in meiner Wohnung, aber er war stärker als ich und hatte das immer wieder ausgelebt. Besonderheiten hatte der beim Sex ebenfalls. Er liebte es, mich zu schlagen und zu quälen. Wann immer er konnte, legte er mich in Ketten und schlug auf mich ein. Das machte ihn richtig an. Und ob ich nun bald zusammenbrach oder kurz vor der Ohnmacht stand, das war ihm vollkommen egal. Darum hatte er sich nie gesorgt. Und ich wusste, dass er mich wieder benutzen würde, wenn wir uns sehen würden. Ich konnte nicht leugnen, dass ich Angst hatte vor meinem ältesten Bruder. Nein, es war nicht einfach nur Angst. Es war Panik. Bei dem Gedanken an Astaroth wurde mir schlecht. Selbst wenn er aussah wie ein Engel mit seinen langen, blonden Haaren und den hellen, blauen Augen, mit der hellen Haut und dem beinahe zerbrechlich wirkenden Körper, war er mehr ein Teufel als meine anderen Brüder zusammen. Die Narben von seinen Misshandlungen hatte ich noch immer auf dem Körper. Und letztendlich war es die Schuld von Astaroth, dass man mich aus der Hölle geworfen hatte. Seufzend ließ ich mich auf eine Parkbank sinken und starrte auf den See vor mir. Die Regentropfen prasselten auf mich herab und für einen Moment musste ich die Augen schließen. Die Angst, dass Astaroth wirklich irgendwann wieder vor mir stehen würde, ließ mich erschauern. Allein die wenigen Sätze, die er geschrieben hatte, ließen die Bilder und die Erinnerungen wieder in mir hochkommen. Ich sah ihn direkt vor mir, wie er mich geschlagen hatte, wie er sich über mich amüsierte und wie er mich ausgelacht hatte, weil ich mich nicht gegen ihn wehren konnte. Die Male der Fesseln, mit denen er mich in sein Bett gefesselt hatte, waren noch immer an meinen Handgelenken und an meinem Hals zu sehen. Er hatte mich behandelt wie einen Hund, mit dem er machen konnte, was er wollte. Ich spürte, wie mein Körper anfing zu zittern. Doch auch wenn ich nicht mehr in der Hölle war, hatte ich meinen Stolz und ich weigerte mich zu weinen. Fest presste ich meine Augen zusammen und ich wollte einfach nicht darüber nachdenken, was Astaroth machen würde, wenn wir uns wiedersahen. Ob er mich wieder zu seinem Sklaven machen würde? Allein bei dem Gedanken wurde mir übel. Und am liebsten hätte ich mich übergeben vor Angst. Mein Bruder sollte sich aus der Menschenwelt raushalten, das hier gehörte mir. Und er sollte sich von Ares fernhalten. Ein Engel wie er hatte es nicht verdient, mit meinem Bruder in Kontakt zu kommen. Vollkommen egal, was der nun für ein Arschloch war. Und dass ich ihm vor ein paar Minuten noch eine Kaffeemaschine in den Kopf werfen wollte. Wie lange ich schon auf dieser Parkbank saß, wusste ich nicht mehr. Es regnete noch immer und mittlerweile war mir total kalt. Ich zitterte am ganzen Körper und konnte mich doch nicht dazu durchringen, aufzustehen und zurück nach Hause zu gehen. Dort würde Ares mit Fragen auf mich warten. Ich wollte ihm genauso wenig Antworten geben wie er mir. Wie sollte das mit ihm und mir nur weitergehen? Mir war schlecht. Und am liebsten hätte ich mich wie ein Penner auf die Bank gelegt, um zu schlafen. Allein weil ich mir sicher war, dass Astaroth jetzt wusste, wo ich war. Und dass er jederzeit wieder vor mir stehen könnte. Ich hatte Angst, nach Hause zu gehen. Als man mir mit einem Mal einen Regenschirm über den Kopf hielt,
zuckte ich wie unter Schlägen zusammen und sah hoch. Erleichtert atmete ich auf, als ich den jungen Mann erkannte. Ein Muskelberg von einem Mann stand hinter mir und sah mich aus kühlen, ruhigen Augen an. »Bruderchen, du holst dir noch einen Schnupfen, weißt du das?« Ich wusste, dass Sabine nicht viel sprach, und er war auch nicht der Typ, der sonderlich viel Kontakt zu anderen brauchte. Egal, ob nun Bruder oder nicht. Sabine bekam in den meisten Fällen nicht seinen Mund auf. Der Dämon setzte sich neben mich und fuhr sich durch die fast schwarzen Haare. »Hast ein neues Haustier, hm?« Sein Blick war fest auf die ruhige Wasseroberfläche des Sees gerichtet. Seufzend fuhr ich mir durch die Haare. »Darüber zerreißt ihr euch da unten jetzt auch das Maul, oder?« »Aries ist nicht mein Haustier. Er lag vor meiner Haustür und zwar verletzt. Ich bin nun mal nicht so ein Arschloch, dass ich ihn da einfach liegen lassen würde. Hätte ich ihn ja sterben lassen sollen?« Ruhig zuckte Sabine mit den Schultern und streckte seine langen Beine aus. »Du bist halt so.« Ich suchte nach seinem Blick, aber er wich mir aus. Sabine war schon ein merkwürdiger Kerl, aber seine Nähe beruhigte mich. Es tat gut, mit einem meiner Brüder sprechen zu können, auch wenn Sabine nicht sonderlich viel redete. Es war schön, dass er einfach nur da war. Ja, ich bin so. »Aber nun sag mir endlich mal, warum ihr so hinter Aries her seid. Warum hat sich Astaroth bei mir gemeldet? Sonst schreibt er mir doch auch nicht.« Sabine seufzte schwer und ich wurde sofort misstrauisch. »Bitte? Willst du mir damit sagen, dass er dich hierher geschickt hat? Super, warum sollte sich auch sonst einer meiner Brüder mit mir abgeben?« Wieder seufzte Sabine und erschüttelte den Kopf. »Das hat damit nichts zu tun, Cameo. Du bist mein kleiner Bruder und darum bin ich hier, weil ich dich warnen will. Astaroth will dich holen und er will auch deinen Engel haben. Keine Ahnung, woher die beiden sich kennen, aber sie scheinen sich zu hassen. Weißt du noch, dass Astaroth mal jemanden geliebt hat? Ich weiß noch genau, wie er damals gestrahlt hat. Du warst da noch klein, aber was, wenn er in deinen Engel verliebt war? Seit er von diesem Federvieh bei dir weiß, ist er nicht mehr zu bändigen. So viele Dämonen wie in den letzten Stunden hat er in den letzten Monaten nicht getötet.« Mir lief ein Schauer über den Rücken, und ich fragte mich wirklich, ob er damit recht hatte. Was, wenn Aries und Astaroth mal was miteinander gehabt hatten? Nein, das kann nicht sein. Dabei entging mir vollkommen, dass Sabine noch nie so viel an einem Stück mit mir gesprochen hatte. Er seufzte und sah mich ruhig an. »Sicher?« »Du weißt, dass ein Engel, der mit einem Dämon schläft, seine Flügel verlieren würde. Und er hat doch seine Flügel noch. Auch wenn er ein bisschen gerupft aussieht«, versuchte ich, Aries zu erklären. Sabine nickte und scheinbar war das auch für ihn sehr plausibel. Dann erhob er sich und drückte mir den Schirm in die Hand. »Es könnte was anderes sein, wenn mein Gottes persönliche Schöpfung ist und nicht wie die anderen Engel erschaffen wurde. Was, wenn Aries nicht einfach nur von einem anderen Engel gezeugt wurde, sondern direkt von Gott und einem Engel gezeugt wurde?« Unsicher sah ich meinem Bruder nach, der mich einfach mit dem Schirm in der Hand sitzen ließ. Mein Blick wanderte wieder auf den See und ich schloss meine Augen. Was, wenn das stimmte? Ein Engel, der direkt von Gott abstammte, würde bestimmt nicht einfach seine Flügel verlieren, wenn er eine Affäre mit einem Dämon anfing. Hatten die beiden was miteinander gehabt? Ob ich nun wollte oder nicht, in mir kochte Eifersucht hoch. Wütend erhob ich mich von der Bank und stapfte nach Hause. Es konnte doch nicht sein, dass der Kerl sich bei mir einnistete, mit meinem Bruder schlief und mich rausekelte. So einen, der sich mit jemandem wie Astaroth einließ, wollte ich nicht mehr in meiner Wohnung haben, verletzt oder nicht.